So, wir sind bei der Helenruh, und zwar der oberhalb oder ja am beim Elendstal. Gut, jetzt geht's den Trail runter. Ich fahre mal zuerst runter. Ah, die Vorderrad. Oh ja. Huh, den Graben, da habe ich gar nicht gecheckt. Oh, da bist du rein. Gut, weiter geht's. Gut, jetzt geht's runter bis Dinge so ohne Unterbrechung. Das ist Elend. Achtung! Danke. Naja, hier ist er jetzt eigentlich recht flowy. Hallo. Wir sind bei der Nummer 20. Ja, ich zeige euch noch mal kurz einen Ausblick und dann sehen wir uns beim nächsten Stempel, der glaube ich ganz oben liegt. Gut, jetzt Trail zu den Schnarcherklippen runter. Das wollte ich unbedingt filmen. So episch, wie das hier aussieht. Wie ihr vielleicht sehen könnt, hier sind Klippen, wie auch immer die hier hochgekommen sind. Gut, jetzt über den Mäuseklippentrail runter nach Schirke. Ach, ich liebe den Hochharz. Hallo. Ja, hier lang. Hier ist es besser. Wow! Oh.
Danke. Danke. So, Stempel 15, leichten Klippen. Basically wie Treppen, nur entlang und übers Moor und nicht so steil. Achtung! Das machen wir. Ja. Aber ich glaube, wir sind auch gleich auf dem Weg. Also, ja. Hallo. So, hier endet jetzt das Video zum Hardcross 2021. Ich zeige den Fahrstieg nicht mehr in diesem Video, da sonst das Video zu lang machen würde. Und danach, auf dem nächsten Trail, hatte ich einen Crash, wo ich über den Lenker geflogen bin und mit dem Schaltwerk ein paar Probleme danach hatte, weshalb wir die Tour im Torfhaus abbrechen mussten am letzten Tag noch. Und dann sind wir nicht mehr Butterstieg, Okerstein und Sösestein gefahren. Wäre schön gewesen, aber ging halt dann nicht. Und ja, das war's mit der Reihe. Jetzt kommen wieder andere Videos. Ich habe auf jeden Fall genug Material noch und wahrscheinlich kann ich bis Mitte Dezember oder noch weiter durchgehend noch Mountainbike-Content liefern. Viel Spaß!